Sollte ich als Läufer meine Koordination trainieren? Eine saubere Lauftechnik ist wichtig für ein hohes Tempo und den Schutz vor Verletzungen. Dafür reichen Krafttraining und Beweglichkeitstraining allerdings nicht aus. Was du brauchst, ist auch die Koordination, um eine saubere Bewegung zu entwickeln. Ich zeige dir die drei wichtigsten Übungen für dein Lauftraining. Das Skippen. Beim Skippen hebst du aus einer langsamen Trabbewegung die Kniegelenke um 90 Grad im Hüftgelenk an. Hierbei werden die Arme seitenverkehrt bewegt. Das heißt, wenn das linke Knie hochgeht, geht der rechte Arm hoch. Diese Übung kannst du auf einer Streckenlänge von 20 bis 30 Metern 10 Mal wiederholen. Das Tempo bzw. die Frequenz kannst du dabei beliebig variieren. Eine hohe Frequenz ist das Ziel der Übung. Das Anfersen. Das Anfersen ist wichtig, um die hintere Oberschenkelmuskulatur zu trainieren und die Füße weit anzuheben bei hohem Lauftempo. Du läufst dafür im langsamen Trab und schlägst mit beiden Fersen in Richtung des Gesäßes. Entscheidend ist, dass der Oberschenkel bei dieser Übung nicht nach vorne zeigt, sondern senkrecht nach unten. Auch diese Übung führst du idealerweise auf einer Streckenlänge von 20 bis 30 Metern aus, machst 10 Durchgänge und variierst die Frequenz. Auch hier gerne eine hohe Frequenz. Die Fuß- und Sprunggelenksmuskulatur. Auf dem Stabilitätstrainer kannst du im Einbeinstand die Muskulatur von Füßen und Unterschenkel trainieren. Diese halten und tragen dich bei jedem Laufschritt. Im Einbeinstand machst du mit dem Spielbein, also mit dem freien Bein, erschwerende Übungen. Das heißt, du kannst achten malen oder vor und hinter dem Stabilitätstrainer kurz auftippen. Führe auf beiden Beinen jeweils 30 Sekunden diese Übung durch. Koordinationsübungen. So läufst du schneller, leichter und schmerzfrei mit dem Running Dog.